Herzlich willkommen bei Festo TV. Mein Name ist Frank und heute geht es um Kappschnitte, und zwar Kappschnitte mit einer Pendelhaubensäge. Wo setzt man überall Kappschnitte ein oder wo werden Kappschnitte in der Regel eingesetzt? Und zwar überall dort, wo ich hier Dielen habe, Profilbretter, Schalbretter, also quasi im Holzbau grundsätzlich. Diese HKC 55, diese Pendelhaubensäge, hat was Besonderes, und zwar, ich habe hier die Möglichkeit, das Ganze mit Akku zu betreiben, und zwar mit einem 18 Volt 5.2 Akkupack, der hier einfach aufgeschoben wird. Und ich habe die Möglichkeit, hier natürlich das Ganze mit einem Absaugmobil anzuschließen oder aber auch mit einem ganz normalen kleinen Spanfangsack, den wir hier im hinteren Bereich montieren. Wie geht jetzt so ein Kappschneiden vor sich? In der Regel ist es so, dass der Handwerker hier sich eine kleine Markierung dran macht, also das misst er sich dann ein, nimmt dann einen sogenannten Winkel, 90-Grad-Winkel, einen Anreißwinkel und macht sich jetzt praktisch hier im 90 Grad zu der Kante einen Anriss dran. Das dauert alles ein bisschen Zeit und deswegen gibt es hier ein neues System, und zwar ein Kappschienensystem, das FSK-System, das man hier aufsetzt, und so sehen wir, dass hier auf einmal die Schiene mit der Handkreissäge sozusagen eine Einheit bildet. Hier ist eine kleine Feder drin, die sozusagen immer die Führungsschiene wieder zurückbringt in die Ausgangslage, beziehungsweise die Säge wieder zurückbringt in die Ausgangsposition der Schiene. Folgende Vorteile: Ich habe jetzt hier an der Seite zwei kleine Anschläge. Und wenn ich jetzt diese Anschläge an mein Brett sozusagen bringe, dann habe ich hier exakt die 90-Grad-Position und kann hier am kleinen Anriss, den ich vorher getätigt habe, wunderbar mein Werkstück ablenken. Natürlich gibt es verschiedene Größen von diesen Schienen, von 250 bis 670 mm. Sprich, das heißt, bei der maximalen Schnitttiefe von 50 mm kann ich also hier mit der kleinsten Schiene 250 mm Materialien bearbeiten, schneiden. Und das Ganze machen wir mal hier am Beispiel von so einem kleinen Brett und setzen da mal einen Schnitt an und sägen das ab. Ihr seht, kein Problem, sehr handlich, sehr komfortabel. Und wenn ich jetzt auch hier mal Schrägschnitte machen möchte, das heißt nicht 90 Grad, sondern vielleicht 30 Grad oder 45 Grad, habe ich die Möglichkeit, mit diesen Schienen, mit diesen Führungsschienen, diesen Anschlag hier bis 60 Grad zu verstellen. Und ihr hört schon dieses Klicken. Ich habe also hier voreingestellte Rasterungen, die es mir ermöglichen, in den wichtigen Gradzahlen schon mal eine Rasterung zu finden, aber ansonsten kann ich alle x-beliebigen Gradzahlen bis maximal 60 Grad mir suchen. Und als Beispiel machen wir hier jetzt mal 10 Grad, gehen wir hier in die Position, drehen hier die Schraube fest, setzen wieder die Schiene an diese Anschlagpunkte ran, und ihr seht, ich habe nun die Möglichkeit, auch 10 Grad sehr schnell und exakt zu schneiden. Dass sowas natürlich auch bei Dielen funktioniert, möchte ich euch ebenfalls zeigen. Dazu wechsle ich einfach jetzt die Schiene. Wir haben im hinteren Bereich einen kleinen Hebel, den drückt man nach vorne und schon kann ich hier das ganze Schienensystem trennen, was natürlich sehr komfortabel ist. Und nehme jetzt die größere, die längere Schiene, denn natürlich das Werkstück hier, der Holzdiel hier ein bisschen breiter ist. Ebenfalls wieder aufsetzen, bis es einrastet. Schon habe ich hier das Schienensystem arretiert. Schieben wir das Ganze ein bisschen vor. Bringen das jetzt wieder auf die 0-Grad-Position. Auch hier dasselbe System. Und schneiden hier mal einen kleinen Streifen ab. Und ihr seht, selbst bei solchen Dielen ist es kein Problem, mit dieser handlichen HKC 55 und diesem Kappschienensystem wunderbare, schnelle Schnitte durchzuführen. Wichtig natürlich auch für euch
zu wissen, dass ich jetzt diese Maschine auch mit der Standardführungsschiene von Festool einsetzen kann. Zum Transport gibt es hier diese Taschen, in denen wir jetzt sehr komfortabel unsere Cup-Schienen hier einsetzen kann und dementsprechend dann zur Baustelle mitführen. Nun, ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht, dabei zu sein mit dem Cup-Schienensystem von Festool. Freue mich auf ein nächstes Mal. Euer Frank.